Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans. Man merkt es, die Saison 2021, sie rückt ein wenig näher. Das Grundrauschen in der Königsklasse wird mehr. Wir kriegen Fotos und kleine Videos von den ersten Fire-Ups der Motoren in den neuen Chassis. Von Seatfittings bin ich übrigens sehr dankbar für, denn jetzt wird mehr über die Frisur von Sebastian Vettel diskutiert, also über meine Lockdown-Frisur. Und wir sehen auch schon erste Autos auf der Strecke, wobei Autos, eigentlich müssen wir es im Singular sagen, es ist ja nur ein Auto, das da ganz fleißig fährt, nämlich jenes von Ferrari. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Warum fährt Ferrari? Dürfen die das überhaupt? Und was ist so besonders dran? Was ist besonders dran? Naja, es ist der erste offizielle Einsatz von Carlos Sainz in einem Formel 1 Ferrari. Es ist nicht sein erster Antrittsbesuch in Maranello, nein, er war schon letztes Jahr bei der Weihnachtsfeier dort, hat sich mit Mattia Binotto und Teamkollege Charles Leclerc das Werk auch schon mal angeschaut und sich vorgestellt bei seinem neuen Team, aber jetzt eben zum ersten Mal in einem Formel 1 Ferrari. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, es ist schon was ganz Besonderes, dann nach Maranello zu kommen und dann nach Fiorano in diese Hausstrecke, wenn das Tor aufgeht zur Strecke und man einfach diese historische Stätte, man spürt sie förmlich. Für Carlos Sainz ging es dann noch ein bisschen weiter, nicht nur aufs Streckengelände rauf, sondern auch noch ins Auto rein. Und das hat ihm offenbar schon ganz ordentlich gefallen. I mean, first impression you cannot imagine. I mean, for how much I can explain to you, it's impossible for me to put into words really what goes through my mind. From entering the Fiorano track and entering the Ferrari world, you know, and seeing the mechanics, seeing the car with the number 55 on it, seeing your name, it sounds like a small detail, no? But it's seeing your name on a Ferrari car with your number is something that you will never forget. And today seeing that, it was just incredible. Egal wie gut oder schlecht Ferrari sportlich dasteht, die Mythos-Marke ist einfach was ganz Besonderes und mit großen Emotionen verbunden. Aber wie sieht es denn eigentlich im Auto aus? Yeah, I mean, once I put my helmet on, once I focus and I jump into the car, everything went more or less as planned. I say more or less because there's always some things that you expect and others that you don't. But once you put your helmet on and you go into full race mode or full testing mode, let's put it like that, everything felt very, very normal, and I could get the day done. I could do my laps, no mistakes, and get everything done. But until then, you never know. Ich habe es eingangs ja schon angedeutet. Ferrari testet aktuell, was das Zeug hält, und da fragt man sich natürlich: Dürfen die das und was machen die überhaupt genau? Denn der geneigte Motorsportmagazin.com-Leser weiß, dass Testfahrten in der Formel 1 sehr, sehr stark eingeschränkt sind. 2021 mehr denn je. Es gibt nur 3 offizielle Testtage. Und abseits von diesen offiziellen Testtagen ist in der Formel 1 nicht mehr mit Testen. Ja, es gibt Filmtage, davon gibt es 2, aber da darf man maximal 100 Kilometer fahren. Und das, was Ferrari da aktuell macht, ist was ganz anderes. Also, was machen sie und dürfen sie das? Sie fahren mit einem 2018er Boliden mit dem SF71H. Das haben sie in der vergangenen Saison auch gemacht, als sie Sebastian Vettel und Charles Leclerc auf den Restart der Saison vorbereitet haben. Wobei eigentlich war es ja kein Restart, sondern der richtige Start. Und dann später haben sie die Junioren auch noch für geplante Formel 1 Einsätze da vorbereitet mit diesem Boliden. Und da muss man jetzt mal genau ins Reglement schauen, was da erlaubt ist und was nicht. Also das Reglement unterscheidet zwischen TCC, TPC und THC. Nichts mit Drogen zu tun natürlich. Dabei handelt es sich um Testing of Current Cars, Testing of Previous Cars und Testing of Historic Cars. Also Testing of Current Cars, das ist genau das, was wir unter Testfahrt normalerweise verstehen. Also die aktuellen Boliden werden auf Herz und Nieren geprüft. Dazu zählt nicht nur das aktuelle Auto, dazu zählt auch das Vorjahresauto und ein Auto, das nach dem nächstjährigen technischen Reglement gebaut wäre. Also 2018 handelt sich also nicht um einen Testing of Current Cars, sondern es handelt sich hierbei um Testing of Previous Cars. Das sind Autos, die zwischen 2 und 5 Jahre alt sind, und damit darf man unter gewissen Voraussetzungen testen. Man darf beispielsweise keine richtigen Reifen hernehmen, also nicht die Originalreifen. Es gibt spezielle Reifen, die extra dafür gemacht wurden. Alles andere, alles was noch älter ist, wäre dann Testing of Historic Cars. Jetzt fragt man sich natürlich, was hat Ferrari davon, wenn sie Carlos Sainz mit so einem alten Auto fahren lassen? Böse Zungen würden jetzt behaupten, naja, dann gewöhnt er sich vielleicht sogar noch an diese extreme Leistung und an die gute Performance, die Ferrari damals hatte. Aber nein, es geht natürlich um was ganz anderes. In many, many areas. Of course, it's not the 2021 car and it's very different tires, very different regulations. But today I got my first taste of a Ferrari Formula One car
I got my first try at the steering wheel, looking at all my systems, looking at the way I'm going to perform some of the starts. I'm going to also practice a lot talking with my engineer, practice changing all the switches on the steering wheels that, as you guys can imagine, Formula One cars nowadays have a lot of procedures. Getting to see my mechanics that I'm going to work with. I don't know, there's a lot of details out of this test that I'm going to find useful. But overall, the day went really well. The only thing that I couldn't try, obviously, is the 2021 car that this we will try in March. Ferrari testet also, was das Zeug hält. Das ist das Schöne, wenn man eine eigene Rennstrecke direkt vor der Tür hat. Ist fast ein bisschen wie Simracing, man schaltet die Konsole an und los geht's. Ganz so einfach ist es nicht, aber man hat natürlich schon einen deutlichen Vorteil gegenüber den anderen Rennstellen. 7 Fahrer waren insgesamt an 5 Tagen unterwegs und ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich jetzt auf meine Liste hier gucke, denn da war wirklich, wie gesagt, viel los. Nicht nur Carlos Sainz war am Steuer, sondern es gab erstmal am Montag eine Chance für die Jugend. Giuliano Alesi, der Sohn von Jean Alesi, hat seine ersten Formel-1-Runden gedreht, dazu noch im Ferrari. Richtig schöne Bilder, circa 30 Jahre nach dem Vater saß er da im Ferrari bei diesem Test. Wirklich schön zu sehen. Aber er war nicht der Einzige. Marcus Armstrong, auch Ferrari Junior, durfte auch sein Formel-1-Debüt feiern. Und Robert Schwarzmann durfte nochmal ran. Der durfte ja im vergangenen Jahr auch schon mal ein bisschen Formel-1-Luft schnuppern. Dann am Dienstag hat Charles Leclerc das Steuer übernommen, um sich wieder ein bisschen einzuschießen auf das neue Jahr. Und am Mittwoch dann Carlos Sainz mit seinem Ferrari-Debüt. Am Donnerstag ist er dann nochmal in den Ferrari geklettert, ehe er übergeben hat. An wen? Ja, an Mick Schumacher. Mick Schumacher darf dann am Freitag nochmal fahren. Keine Angst, Mick Schumacher kommt bei uns nicht zu kurz. Wir machen extra noch ein eigenes Video zum Test von Mick Schumacher. Gibt auch Stimmen von ihm dazu. Übrigens nicht nur im Video, sondern auch in unserem Printmagazin. Das hinter mir ist jetzt nicht das aktuelle. Dafür ist es unterschrieben, also noch fast ein bisschen schöner. Aber das aktuelle Printmagazin mit Mick Schumacher auf dem Cover, das könnt ihr euch auch holen. Unten ist der Link, könnt ihr es direkt bestellen. Pappfigur hat übrigens eine motorsportmagazin.com-Leserin gebastelt, nachdem Pappschumi im alten Studio im Hintergrund stand, habe ich jetzt hier zumindest Pappmick. Also, Mick Schumacher, wie gesagt, dürft ihr euch auch noch drauf freuen, im Magazin oder im Video. Wir freuen uns auf die kommende Saison auf jeden Fall bei Ferrari, denn Charles Leclerc gegen Carlos Sainz, das verspricht teamintern natürlich auch einiges. Sebastian Vettel gegen Charles Leclerc, fällt mir schwer, irgendwie darauf jetzt noch einzugehen nach dem letzten Jahr. Sebastian Vettel, glaube ich, war da aus verschiedenen Gründen nicht mehr so der allerbeste Maßstab. Ist natürlich zum einen auf Vettel selbst zurückzuführen, abgesägt worden bei Ferrari, dann nicht mehr vielleicht die hundertprozentige Motivation verspürt, vielleicht auf Ferrari-Seiten auch nicht mehr alles gegeben für Sebastian Vettel. Also haken wir das mal ab und jetzt sind wir gespannt, wie Charles Leclerc gegen Carlos Sainz ausschauen wird. Leclerc, der Speed war in der vergangenen Saison auf jeden Fall da, aber gegen Ende hin haben sich dann doch die Fehler ein bisschen gehäuft. Bei Carlos Sainz, da wissen wir immer noch nicht so ganz hundertprozentig. Der hat immer richtig, richtig schnelle Ansätze. Gegen Max Verstappen sah er in seiner Debütsaison ja auch richtig stark aus. Gegen Nico Hülkenberg, bei Renault dann nicht mehr so gut. Jetzt bei McLaren hat er wieder starke Leistungen gezeigt, wobei natürlich da auch wieder fraglich ist, wie gut ist Lando Norris da als Maßstab? Also ich freue mich auf dieses Duell sehr. In der vergangenen Saison hätte es tatsächlich Carlos Sainz gewonnen, denn der wurde 6. in der Weltmeisterschaft, Charles Leclerc 8. Ganz am Ende mit einem starken Zielsprint hat Sainz Leclerc dann noch abgefangen. 105-98 ging das Punkteduell aus. Also war in der vergangenen Saison schon spannend mit unterschiedlichem Material. Bin ich jetzt mal gespannt, wie es bei Ferrari läuft. Eure Prognose würde mich auch interessieren. Schreibt es runter in die Kommentare. Carlos Sainz ist aber nicht das Einzige, was bei Ferrari neu ist. Es gibt einen komplett neuen Motor, den hat man uns ja schon länger versprochen. An der Stelle weise ich nochmal ganz kurz auf ein Taupe-Video hin. Da haben wir mal erklärt, warum Ferrari den Motor überhaupt komplett neu machen darf, wenn doch die Autos eingefroren sind. Will ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Wen es interessiert, kann sich das ausführlich im Taupe-Video anschauen. Also, neuer Motor bei Ferrari, am Chassis ändert sich ja bekanntlich nicht so viel. Aber auch auf personeller Seite gibt es ein paar Änderungen. Simone Resta, einer der Technikchefs, ist jetzt bei Haas und nicht mehr bei Ferrari. Einer der Technikchefs, naja, das sage ich so, weil die Führungsstruktur bei Ferrari schon ein bisschen unübersichtlich war in der Vergangenheit. Und das ist auch der Grund, wieso man das jetzt so sieht. Also ja, die Bindung zu Haas wird verstärkt. Man baut sogar ein eigenes Gebäude für Haas in Maranello. Aber es gibt noch einen anderen Grund, wieso Simone Resta da jetzt zu Haas gegangen ist und warum Ferrari da die Führungsstruktur so ein bisschen ausdünnt. Denn 2021 darf man nicht mehr so viel Geld ausgeben, wie man will. Budget Cap, Budgetobergrenze, 145 Millionen US-Dollar darf ein Team maximal nur noch ausgeben. Und da muss man natürlich schauen, welches Personal man da noch haben will, welchen Luxus man sich bei den Führungspersönlichkeiten da noch gönnen will.
Seine Position wird übernommen von Enrico Cardile, der davor, ja, es ist schwierig bei Ferrari die ganzen Positionen auseinanderzuhalten, um ehrlich zu sein. Jedenfalls übernimmt Enrico Cardile die Position von Simone Resta und bekleidet seine alte Position gleichzeitig noch weiter. Also wir können sagen, Enrico Cardile in Zukunft Technikchef für alles bei Ferrari, außer dann für den Motor. Aber insofern auch da Änderung. Bin mal gespannt, da tut sich ja insgesamt bei vielen Teams was, also bei den größeren, bei Mercedes, Red Bull und Ferrari natürlich hauptsächlich. Bin ich gespannt, ob das alles so reibungslos abläuft, die Umstrukturierungen. Das ist für den Fan draußen ja nicht unbedingt sichtbar und vielleicht keine so große Änderung, aber die ganzen Prozesse, die da in der Vergangenheit waren, die sich eingespielt haben, die muss man jetzt natürlich schon alle neu ordnen. Also, mehr neu bei Ferrari als nur Carlos Sainz. Ich bin sehr gespannt, wie es 2021 laufen wird, ob sich die Scuderia wieder ein bisschen erholen kann. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie das Ferrari-Jahr 2021 läuft, kann ich euch natürlich nicht nur das Printmagazin wärmstens ans Herz legen, nicht nur den YouTube-Kanal, den habt ihr eh schon alle abonniert und die Glocke aktiviert wie der Pfarrer hier von St. Peter, sondern dann empfehle ich euch natürlich noch die motorsportmagazin.com-App, kostenlos für Android und iOS, oder ihr macht es einfach ganz altmodisch und klickt auf www.motorsport-magazin.com.